Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß jetzt nicht, wie die Beleuchtung ist. Ihr steht nämlich in meinem Küchenschrank. Ich habe mir gestern was bei DM gekauft und ich habe gedacht, wir machen das einfach mal zusammen. Und zwar habe ich mir ein Keimglas gekauft. Ja, man kann darin eben, ja, ganz logisch, Keime ziehen. Kann man das so sagen? Es sieht eigentlich erstmal aus wie ein Einmachglas. Es hat aber eben hier einen Deckel mit so einem Siebchen und so einem lustigen Teil hier nebendran. Und passend dazu habe ich mir noch Keimsaat gekauft. Und ich habe mich, Entschuldigung, das ist die Spülmaschine, ich habe mich für die pikante Mischung entschieden. Und in der pikanten Mischung sind grüne Linsen gesprenkelt und Rettichsaat. Und versuche euch mal die Samen zu zeigen. Ich weiß es nicht genau, wie man das sehen konnte. Ja, und wir machen das jetzt einfach mal zusammen. In dem Keimglas gibt es so eine Anleitung. Die hole ich mir mal eben raus. So, das ist die Anleitung. Und da habt ihr eben erstmal hier eine Übersicht von den Samen, die ihr kaufen könnt. Ich nehme aber an, dass es da auch in anderen Geschäften andere Saat, nee, wie heißt das, Keimsaat gibt. Hier gibt es zum Beispiel noch Alfalfa. Das soll wohl ganz toll sein. Ein bisschen Schaf, Kresse, Mungobohnen. Eine milde Mischung und ich habe eben die pikante Mischung. So, da kann man natürlich auch allerlei Sachen mitmachen. Müsli finde ich ein bisschen komisch mit solchen Sprossen, aber zum Beispiel auch Wokgemüse oder sowas. Und ihr könnt euch das einfach aufs Brot machen. So, dann haben wir hier eine Tabelle, weil die verschiedenen Keimsaatgüter müssen eben erstmal eingeweicht werden. So, Vorbereitung: Samen waschen und einweichen. Siehe Tabelle. So, in der Tabelle steht jetzt bei der pikanten Mischung, dass ich erstmal einen Esslöffel nehmen soll, ne? Ja, ein Esslöffel Keimsaat in das Glas tun soll. Geben soll. Tun soll, sagt man doch nicht, ne? So, darum hole ich euch jetzt erstmal runter. So, ihr seid jetzt in meinem Waschbecken. Das ist das Glas. Ich werde jetzt erstmal das Ding hier aufschneiden. So, ein Esslöffel von der von der Keimsaat und gebt mir die hier einfach mal in meinen ne, Becher. Und ich verschließe das mal eben nochmal mit so einem Teil. So, das haben wir jetzt da drin. Wir gucken mal, wie es weitergehen soll. So, und das soll jetzt 2 Stunden eingeweicht werden. Kleiner Fehler von meiner Seite. Ich habe gedacht, das muss 5 Stunden einweichen. Darum habe ich gedacht, ich gehe auf die Arbeit und das kann währenddessen hier einfach mal vor sich hinweichen. In dem Fall werde ich das jetzt einfach hier stehen lassen. Hoffe, dass mein Freund damit keinen Schnickschnack macht. Und wenn ich von der Arbeit zurückkomme, werden wir das weitermachen. Und ja, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Ich habe mir gedacht, wir könnten dann jeden Tag mal gucken, wie sich das so entwickelt. Und ich zeige euch das in einem kleinen Video, bis ich das esse und ernte. Ernte hört sich auch komisch an, ne? So, alles klar. Ich lasse es jetzt, wie gesagt, hier stehen und wir sehen uns gleich wieder. So, I'm back again. So sieht das jetzt immer noch aus. So, und jetzt kommt da Wasser rein. Wir sollen es einweichen. Darum werde ich jetzt einfach mal Wasser reinmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Wasser. Machen wir mal so. Zeige ich euch nochmal. Ja, ist halt jetzt Wasser mit den Kernen. Und das soll jetzt 2 Stunden eingeweicht werden. Und sobald das soweit ist, melde ich mich wieder. So, 2 Stunden sind vorbei. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber gerade bei diesen braunen, harzig zum Teil, Moment, ich schüttle es mal ein bisschen, so die Haut ein bisschen gelöst, der Keime. Nicht der Keime, der Samen. Ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Ja, 2 Stunden sind auf jeden Fall vorbei. So, der nächste Schritt ist jetzt. Nee, andersrum. Dass wir den Deckel wieder aufschrauben. So, und dann kommt jetzt erstmal das ganze Wasser hier wieder raus. Man kann das eben dann ganz toll so hinstellen.
Wobei ich jetzt eben gucke, dass wirklich alles rauskommt. So. Da könnt ihr die Samen noch mal sehen. Hoffentlich. Und ja, jetzt steht hier in der Gebrauchsanweisung, sage ich einfach mal so. Ich nehme jetzt einfach so ein Behältnis. Ihr könnt auch einfach einen Teller nehmen, nehme ich an. Und da stelle ich das Glas rein. So. Und man muss das jetzt einfach zweimal am Tag spülen. Ich nehme einfach an, dass man hier oben eben dann wieder so Wasser reinmacht und das dann hier wieder so abtropfen lässt. Das funktioniert hier eigentlich ganz gut, wie ihr vielleicht sehen könnt. Zumindest ist hier auf dem Teller eben jetzt ein bisschen Flüssigkeit. Ja, und wie gesagt, zweimal am Tag wird das jetzt gewaschen. Und ja, ich werde euch das jetzt einfach jeden Tag zeigen, wenn ich es gewaschen habe, würde ich sagen. Und hier steht, dass nach 4 bis 5 Tagen die Sprossen am Start sein sollen. Wir gucken einfach mal. Und soweit so gut. Ich würde euch das gerne noch näher zeigen, aber ich glaube, näher kommen wir jetzt so nicht ran. Aber ja, so meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. So, wir sind wieder im Waschbecken. Ich zeige euch mal, wie die Samen aussehen. Ich finde das faszinierend, weil da zum Teil die schon anfangen zu keimen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt euch gescheit zeigen werden kann. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. So. Spülzeit ist angesagt. Das heißt, wir machen hier wieder Wasser rein. Ja, ich mache das jetzt einfach mal so, dass alle auch hier oben fest, nass werden, nicht fest werden. Und dann lasse ich das wieder auslaufen. Gebe hier meine Schüssel wieder rein, stelle das hier hin und ja, dann muss das wieder heute Abend irgendwann gespült werden. Also zweimal am Tag war das ja. Ja, ich würde euch das gerne besser zeigen. Aber es ist halt schwierig, ne? Naja, sobald man da mehr sieht, ist es auch leichter für euch zu sehen. So, wir sehen uns heute Abend wieder. So, wir sind zurück. Da geht einiges ab hier drin. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr könnt da was sehen. Da ist auf jeden Fall schon fleißig am Keimen. Ich weiß nicht, hier diese weißen kleinen... Moment mal. Vielleicht kann ich euch das so besser zeigen. Es ist schwierig, weil das Glas eben natürlich reflektiert. Vielleicht, wenn ich Wasser reinmache. Wir müssen das nämlich jetzt wieder spülen. Es ist Abend mal wieder. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder Wasser rein. So, ich werde jetzt mal von oben alles versuchen zu holen. Und könnt ihr die kleinen, das hört sich jetzt doof an, aber Schwänzchen sehen? Manche davon haben eben schon wirklich so Wurzeln gebildet. Also da geht auf jeden Fall schon einiges, so viel kann ich sagen. So, man kann das jetzt natürlich hier aufstellen, dann hat man aber alles hier. Da mache ich das erstmal so. Und dann für die letzten Tröpfchen stelle ich das wieder hier so hin. Ich habe das übrigens nicht ständig hier in meinem Waschbecken stehen, sondern einfach neben dem Waschbecken am Fenster, aber nicht, da kommt eben keine direkte Sonne rein, wenn die Sonne da mal scheint. Es soll wohl hell stehen, aber nicht direkt in der Sonne. Jo, so sieht das aus. Wir gucken mal, wie das morgen aussieht, ob sich da schon was getan hat. Weiterhin. Müsste ja, wenn es in 4 bis 5 Tagen fertig ist. Ja, Tag 2 mit meinem Keimglas. Es bleibt spannend und ich finde es auf jeden Fall immer noch super cool. Ja, wir werden sehen. Guten Morgen. Es ist wieder einiges passiert hier drin. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich glaube, ich sage das jeden Tag, ne? Jedes Mal, wenn ich euch das Ding zeige. Könnt ihr sehen, wie lang schon die Wurzeln sind. Ich werde jetzt wieder Wasser drauf geben. Reicht schon. Da kann man, glaube ich, gerade ganz gut sehen, was ich meine. Das wäre die Kaffeemaschine.
Ja, also es wird auf jeden Fall. Ganz interessante Sache auf jeden Fall. Ich zeige euch das hier hinten nochmal. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass sich da einiges tut. So, wir sehen uns heute Abend wieder beim zweiten Spülvorgang. So, und da sind wir wieder bereit zum Spülen. Zum Waschen, wie auch immer. So sehen die jetzt aus. Abgefahren, oder? Das geht ratzfatz. Ja, Wassertime. Muss mal ein bisschen ausspülen hier. Da kommt Wasser rein. Und dann schüttel ich das einfach mal so ein bisschen. Ach so, ich zeige euch das ja nochmal hier immer noch. So könnt ihr das nämlich immer ganz gut sehen. Krass, oder? Die wachsen so schnell. Das ist total verrückt. Ja. Wie dem auch sei. Wasser raus. Abgefahren, ne? Ich bin ja auch gespannt, wie die schmecken. Ich kann mir darunter jetzt noch nicht so viel vorstellen. Vor allem diese gesprenkelten Linsen finde ich höchst interessant. Jo. So. Wir stellen das jetzt wieder. Moment, ich mache das hier nochmal. Schnell wasserfrei. Und wir stellen das hier wieder rein, dass das hier schön abtropfen kann. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Ich hoffe, das gefällt euch bis jetzt. Ich bin selbst mal gespannt, wie das dann aussieht. Und ja, so eine kleine Review mit Probe quasi. Alles klar, bis morgen. Tschüss. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Könnt ihr sehen, hier oben kommt eins durch. Da waren ursprünglich ein paar mehr sogar zu sehen. Die haben sich aber irgendwie alle verabschiedet. Es ist nur noch eins da. Fand ich irgendwie ganz lustig. So, bis morgen. Hallo, ich glaube, es ist Tag 4. Willkommen zu Tag 4. Ich zeige euch mal, wie es da drin abgeht. Da geht nämlich einiges. Und es ist wieder Spülzeit. Es ist wieder morgen. Bisschen später als sonst. Ich habe heute was länger geschlafen. Und jeden Tag machen wir neues Wasser rein. Ist abgefahren, wie schlecht das da eigentlich oben reinkommt. So. Und wir rühren, damit auch alles schön feucht wird. Ich kann euch jetzt mal hier so die Samen nochmal zeigen. Also wirklich, das ist krass. Und hier oben, kommt einer immer mehr raus. Also, wir sind bei Tag 4, wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder 3? Lasst mich überlegen. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, Tag 4. Also, heute oder morgen soll man die schon essen können. Ich finde sie nur ein bisschen klein. Was mich wundert, ist, dass die nur wollten, dass man einen Esslöffel reinmacht. Ich habe gedacht, die werden viel größer. Weil, wenn ihr euch die jetzt anguckt, ich meine, natürlich ist da einiges zu sehen, aber. Ich habe halt gedacht, die werden größer, weil man nur so wenig nehmen soll. Dem ist aber nicht so. Ich weiß nicht, warum man da jetzt nur einen Esslöffel nehmen sollte. Jo, wir haben gespült. Wir stellen das wieder zum Abtropfen auf. Ja, und wir sehen uns heute Abend wieder, wenn wir wieder neu spülen. Und morgen sollte man das ja dann essen können. Ja, ich bin gespannt. Guck mal, hier oben sind manche, die nicht gekeimt sind. Ich weiß nicht, hier könnt ihr das vielleicht ganz gut sehen. Aber wir haben natürlich auch einige, die gekeimt sind. Ja, ich habe gedacht, die werden ein bisschen mehr, wie gesagt. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und vielleicht lasse ich sie doch noch einen Tag länger. Ich weiß es halt nicht genau. Ich würde euch so gerne um Rat fragen, aber ihr könnt es ja erst sehen, wenn ich fertig bin. Naja. Wie dem auch sei, wir sehen uns später wieder. Hallo, es könnte eventuell etwas laut sein, meine Spülmaschine ist an. So, wir sind wieder zum Spülen bereit. So sieht's aus. Ich habe mal bei Instagram gefragt. Da hieß es, wenn ich mehr von den Samen reingetan hätte, könnten die leichter schimmeln, weil die nicht so viel Luft kriegen. Ich vertraue darauf jetzt einfach mal. So. Ich würde mal behaupten, dass ich das jetzt gut geschüttelt habe. So, das war's auch schon.
Wir sehen uns morgen früh wieder. Bis dann. Guten Morgen, Tag 5. Heute sollen sie fertig sein. So sieht das Ganze im Moment aus. Wie gesagt, immer noch nicht so voll, ne? Aber ja, Spielzeit. Hier könnt ihr mittlerweile noch einen sehen. Ja, also es hat sich jetzt irgendwie mehr Feuchtigkeit gestern hier drin gesammelt gehabt. Man hat es gesehen, das war hier so ein bisschen beschlagen, das Glas. Weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist. Aber ja. Ja, wir stellen das wieder auf. Ganz fix. Damit das hier wieder abtropfen kann. Tag 5. Heute Abend sollte man es essen können. Wir gucken mal. Vielleicht warte ich doch noch einen Tag ab. Und bis heute Abend. Hallo ihr Lieben. So, heute sollten die eigentlich geerntet werden. Was im Hintergrund blubbert, sind die Kartoffeln, die kochen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich habe beschlossen, dass ich morgen früh das auf mein Brot zum Frühstück machen werde. Darum werde ich das jetzt noch einmal spülen. Und morgen ernte. Also da ist jetzt wirklich schon einiges drin. Wie gesagt, ich werde mir jetzt gleich noch Brot kaufen gehen. Und dann wird es das morgen aus Frühstücksbrot geben. Ich hoffe, dass das schmeckt. Ich weiß nicht, ob man das sonst warm machen müsste. Aber ich werde das einfach mal probieren. Es sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, würde ich mal sagen. Und ja, wie gesagt, letztes Mal wurde es jetzt gespült. Ich stelle es jetzt noch einmal irgendwo hin. Hol mir noch Brot und morgen früh werden wir das probieren und ich werde euch sagen, ob es schmeckt oder nicht. Bis morgen! Guten Morgen! Ich weiß nicht, wie das Licht mal wieder ist, ne? Ihr steht wieder im Schrank. Wir werden jetzt die Sprossen essen. Ich zeige sie euch nochmal im Glas. So sehen sie aus und ich mache sie jetzt einfach mal raus. Dann könnt ihr sie vielleicht auch besser sehen. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, es ist jetzt scharf und man kann es sehen. Es ist ein so ein Ding hier voll und ja, das ist die pikante Mischung nochmal zur Erinnerung. Ich habe jetzt hier ein Brötchen, ich werde mir das aufschneiden und mit Frischkäse bestreichen und dann werde ich die Sprossen drauf tun und dann werden wir das probieren. Ich bin super gespannt, ob mir das schmeckt. So, ich habe gedacht, ich probiere das vielleicht erstmal pur. Nehme ich mir einfach mal sowas. Könnt ihr das sehen? Mmh. Mmh, das ist lecker. Ist ein bisschen scharf. Es schmeckt nach Rettich. Es sind ja auch Rettichsprossen drin. Und so auf Anhieb schmecke ich erstmal nichts von den Linsen. Also es schmeckt einfach ein bisschen scharf, also sehr lecker. So, und jetzt mache ich mir was auf dem Brot. So, ich habe das Gefühl, dass hier total viel Helligkeit ist. Licht. Helligkeit ist auch gut. So, et voilà, das ist mein Brot mit den Sprossen. Und ich werde jetzt einfach mal reinbeißen. Mhm. Mhm. Richtig lecker. Mhm. Also Leute, das ist wirklich richtig, richtig lecker. Es hat sich gelohnt. Ich habe hier noch einiges. Ich werde davon vielleicht noch so ein Drittel für meine zweite Brothälfte verwenden. Den Rest vielleicht dann heute Abend essen oder so. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das irgendwie in warmes Essen macht, so wokmäßig. Aber so schmeckt es echt super. Ja, ich kann euch also das Keimglas auf jeden Fall empfehlen. Es gibt im Moment, wie gesagt, bei DM. Ich habe aber auch gehört, dass es sehr schnell ausverkauft ist. Darum guckt einfach vielleicht mal bei Amazon oder bei eBay oder im Reformhaus, die werden sowas haben. Oder eben ihr macht einfach euch selbst ein Glas. Ich habe irgendwie das Gefühl, überall Frischkäse zu haben. Ja, ich werde jetzt Alfalfa-Sprossen einlegen. Das ist mein nächstes Projekt. Und ich denke, ich werde da wieder Fotos bei Instagram zu posten. Aber ich werde darüber jetzt nicht nochmal ein Video machen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Vielleicht macht ihr es ja nach. Und wenn ja, dann zeigt mir das gerne bei Instagram. Und ja, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!